Best of Fränkel frotzelt. Guten Tag, guten Tag, guten Tag, guten Tag, guten Tag, guten Tag, guten Tag. Schlampe, 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 Arschloch, Arschloch, Schlampe. Ich habe mal gehört, man soll sich vorstellen, bei sowas, dass man an einem ganz heißen Ort ist, dann ist das nicht so schlimm. Zum Beispiel in der Stripbar, das hilft ein Scheißdreck. So, damit wenigstens ein bisschen Geräusche sind, wenn da schon keiner mit mir reden will. Der scheiß Clown tappt hier in der Gegend rum. Was sind denn das für verkackte Zustände in diesem verkackten scheiß Kackhaus? Können doch nicht einfach irgendwelche Clowns hier rumlaufen? Ist das überhaupt erlaubt ohne Gewerbeschein? Nächster Halt, Wotanstraße. Soweit hat es beim letzten Mal auch funktioniert. Und dann war viel Vorfahrt achten und rechts vor links, dann bin ich durcheinander gekommen und dann, ach Gott, dann war alles kaputt irgendwie. Das sieht den Flügel aussteigen, das ist ja Körperpalette. Das ist doch jetzt nicht wahr, oder? Was war denn jetzt schon wieder? Mal wieder der obligatorische Blick zur Vogelscheuche. Die bewegt sich immer noch nicht, wäre ein guter Beamter. Nächster Halt! Was ist denn jetzt los? Warum steht denn da jetzt Uni-Halle? Habe ich falsch geschildert? So wie Sie fahren, machen Sie bitte die Tür auf. Ich will hier raus. Warum steht da oben Uni-Halle? Warum? Was habe ich denn jetzt wieder falsch gemacht? Habe ich falsch geschildert? Nächster Halt Uni-Halle. Wieso denn? Komm raus, wenn du keine Spieluhr bist. Ich sag dir, ich mach dir dein Gewinde kaputt, Freundchen. Wenn du versuchst hier mich schwul von der Seite anzugruseln. Was mache ich jetzt? Neues Spiel. Noch einmal. Und jetzt komm jetzt mal ein bisschen schneller, muss es da gehen. Jetzt schneller, ab durch die Mitte, jawohl, Stepan. Ja, oh! Jawohl! Da ist es dann doch noch passiert, der Ausgleich, 6:40. Oder bin ich das? Nö. Oder doch? Ah, wieder Ast rein. Sehr schön. Schließen. Ja, Alheim, diese Karte ohne Busse laden. Bitte mein Gesicht einstellen, danke. Ist das ein Bug jetzt, oder was? Oh. Bin das ich? Das sieht nicht gut aus. Das sieht ein bisschen aus wie Tina Turner, die im Sturm war. Nächster Halt, Wotanstraße. Zum 1000. Mal. Der zieht bestimmt gleich rüber, der Penner. Da war mir klar. Fahr zu, du Lahmarsch! Ich hab nur mal kurz gebremst und Gas gegeben! In diesem scheiß blöden Kack-Golf! Leck mich! Leck mich, aller Marsch! Hallo! Muss ich irgendwas machen? Hüpfen? Weil ich kann ja gar nicht hüpfen. Mal die Kühlschranktür aufmachen, ist da was? Okay, das war fies. Boah, das war fies! Sie sind eine Frau und haben wie immer nichts anzuziehen? Das muss nicht sein, denn jetzt gibt es den Fränkel-Frotzelt-Fanshop und dort gibt es auch Fränkel-Frotzelt-Shirts. Sie sind traurig, dass Sie nicht mit Harald Fränkel schlafen können? Das muss nicht sein, denn im Fränkel-Frotzelt-Fanshop gibt es auch Fränkel-Frotzelt-Kissen. Sie haben nicht mehr alle Tassen im Schrank? Das muss nicht sein, denn im Fränkel-Frotzelt-Fanshop gibt es auch Tassen. Kaufen Sie noch heute im Fränkel-Frotzelt-Fanshop und zwar am besten für die ganze Familie und den Hamster.
Der Fränkel-Frotzelt-Fanshop bringt ewige Glückseligkeit, ist geiler als jede Nymphomanin und macht sogar die Zähne weißer. Und wer mal nicht alle Taschen im Schrank hat, wird ebenfalls fündig. Der Fränkel-Frotzelt-Fanshop. Einfach genial.